Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor kurzem wurde das Betriebssystem OS X Mavericks von Apple veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Mavericks downloadet, installiert und einrichtet. Viel Spaß! Um das Betriebssystem herunterzuladen, müsst ihr in den Mac App Store gehen und in der Suche OS X Mavericks eingeben. Danach bekommt ihr auch schon die Installations-App angezeigt. Diese könnt ihr dann kostenlos downloaden. Wenn der Download abgeschlossen ist, startet sich die Installationsdatei automatisch. Um Mavericks zu installieren, müsst ihr einfach auf Fortfahren klicken und danach den Software-Lizenzvertrag akzeptieren. Danach könnt ihr die Festplatte auswählen, auf der das neue Betriebssystem installiert werden soll. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach nur noch auf Installieren klicken, euer Administrator-Kennwort eingeben und dann wird die Installation auch schon vorbereitet. Wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, startet der Mac einmal neu und installiert OS X Mavericks. Danach wird der Mac ein zweites Mal neu gestartet und die Installation wird abgeschlossen. Jetzt geht's natürlich auch schon gleich mit dem Setup weiter. Als erstes müsst ihr natürlich eure Apple-ID eingeben und danach kann der iCloud-Schlüsselbund auch schon eingerichtet werden, welcher ja auch eine der neuen Funktionen in Mavericks ist. Hierzu werdet ihr aufgefordert, einen vierstelligen Code einzugeben und wenn ihr das gemacht habt, wird der Mac auch schon konfiguriert. Wenn ihr dann auf dem Schreibtisch landet, müsst ihr nur noch das iCloud-Kennwort eingeben und die Nutzungsbedingungen von iCloud akzeptieren. Als letztes habt ihr dann noch die Wahl, von welchen Apps die Kennwörter im iCloud-Schlüsselbund gesichert werden. Die Liste könnt ihr dann nach euren Wünschen bearbeiten. Wenn ihr diese Schritte erledigt habt, könnt ihr Mavericks vollwertig nutzen und die neuesten iLife und iWork-Updates installieren. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und wenn das so ist, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, um keines meiner neuesten Videos mehr zu verpassen. Also wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin sag ich ciao.